Herzlich willkommen und hallo, meine Damen und Herren. Ich befinde mich hier im Das-Kino mit Josef und Felicitas. Die beiden werden uns jetzt ein bisschen was über dieses Festival erzählen. So Leute, was ist jetzt eure genaue Aufgabe hier? Was macht ihr? Wie funktioniert das alles? Ich bin Josef. Ich habe bei der Öffentlichkeitsarbeit für dieses Festival mitgearbeitet. Das heißt, ganz viel über Facebook kommuniziert, auch offline mit den Flyern und dem Programm. Bin auch hier im Das-Kino vor Ort für die Ausstellung, die Fotoausstellung, die morgen am Freitag eröffnet wird. Und für das Filmprogramm auch mitverantwortlich. Aber da gibt es natürlich ganz viele, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise hier mitarbeiten. Okay, Felicitas, du? Ich bin Chauffeurin bei dem Festival. Ich fahre die Künstler, hole sie vom Bahnhof ab oder vom Flughafen, bringe sie hierher oder in die Hotels. Sehr gut, ich sage essentiell, solche Dinge, braucht man immer. Ja, großartig. Und noch eine Frage wäre, in einer Stadt wie Salzburg, die ja mit dem Festspielen und alles trumpft, wie ist das? Steht man da im Schatten dieser großen Kulturveranstaltungen oder wie ist man da positioniert? Es war vorhin gerade eine Dame da, offensichtlich eine asiatische Touristin, die gehofft hatte, hier Sound of Music im Kino zu sehen. Die mussten wir leider enttäuschen. Wir stehen natürlich im Schatten von Sound of Music, aber wir glauben, dass wir mit My Sound of Music durchaus ein Konzept entwickelt haben, das in den letzten Jahren auch gewachsen ist, das durchaus es aufnehmen kann und vor allem im Hinblick auf Avantgarde und Innovation natürlich hier den alten Schinken um Längen schlagt. Also, okay, großartig. Und vielleicht noch eine letzte kleine Frage. Wie ist das mit der Finanzierung dieses Projekts? Sowas ist ja mitunter nicht billig. Wie kriegt ihr das gebacken? Ja, das ist wie mit allen Sachen. Also alle Kulturprogramme laufen nur mit Förderungen im Normalfall und dann aber auch nur, dass die Fixkosten gedeckt sind. Das Team, die Mitarbeiter arbeiten alle ehrenamtlich. Das heißt, hier kann niemand davon leben, in so einem Format, von so einem Kulturformat. Da unterscheiden wir uns auch nicht von anderen Projekten und anderen Initiativen. Das ist leider in der Größe auch nicht möglich. Okay, und wenn es dann also nicht ums Geld geht, was sind dann eure Absichten? Was hofft ihr, dass daraus resultiert, aus eurer ganzen Veranstaltung? Was sind eure Ideen? Naja, irgendwie ein bisschen aufbrechen, alte Strukturen und die Leute ein bisschen zum Nachdenken oder Umdenken anregen. Und ja, klar, Idealismus ist so die Antriebskraft, also sonst wird man es, glaube ich, nicht machen. Also, ja. Das klingt ja sehr ehrenhaft, großartig. Ja gut, dann bedanke ich mich vielmals bei euch und euren Antworten. Ich freue mich schon auf das, was wir hier sehen werden. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, würde ich sagen. Anscheinend ist Fruitcake der Ausdruck für einen süßen, jungen, schwulen Burschen. Was ich bis heute nicht gewusst habe, aber ich habe Kuchen gemacht. Ich arbeite eigentlich beim Das-Kino und habe von dem Festival gehört und die Idee einfach mit dieser Drag-Queen-Eröffnungsshow hat mich so fasziniert, dass ich gleich das ganze Programm irgendwie studiert habe und ja, deswegen halt mal schauen, was so geht. Von der Veranstalterin, von der Selena Novak, gefragt worden, ob wir was machen wollen. Das war, wie lange ist das her? Ungefähr 6 Monate. Der Kontakt kam über dich, oder? Ja. Ja. Und sie hat erklärt, was das für ein Festival ist, das My Sound of Music Film Festival. Und für uns war irgendwie relativ schnell klar, dass wir was zum Thema Religion machen wollen und dass wir unsere eigene Religion erschaffen wollen, den Hordismus, weil, um es ehrlich zu sagen, alle Religionen, die es im Moment gibt, Wir sind zu alt und die haben einfach nicht genug Spaß. Also haben wir unsere eigene Drag-Religion geschafft und wir haben 5 Gottheiten. Jede von uns ist eine Hohepriesterin für einen von diesen Gottheiten. Und heute haben wir quasi eine Messe gefeiert und haben allen Gottheiten, also allen Göttinnen, natürlich haben wir nur Frauen, ihnen ein Opfer dargebracht. Jonathan Leiser, the director of his new film. What is it? The name of your film? It's called Desire Will Set You Free.
Okay, tell me, Jonathan, what was your intention in making this film? The film is about a young Austrian drag queen in the forest outside of Salzburg, and he rediscovers love in the sewer system and river of Salzburg, and he learns and falls in love with a local cow, and together they go on a journey in the mountains and sing a musical and rediscover Mozart's long-lost ghost. Okay, it sounds like a very artistic film. I haven't seen the movie yet, but what type of genre is it? It's a musical, like Sound of Music. It's an interpretation, adaptation of Sound of Music. In your part, you are the director of the film. Can you tell us a little bit how the making of this film was? It was good. The Prime Minister of Austria took part and personally helped us as our cameraman. And we worked with a lot of local great talents from the Mozarteum school here. And the guy that lives in the big castle up there helped us too. It was great fun. Very nice. Yes, and can you tell us maybe a little bit about your attentions? How did you came to this idea to make such a movie? I think Salzburg has always been such a radical, wild place with such a vibrant subculture and underground and people from all around the world. And the Sound of Music, you know, it was just, it was ready to be reborn and relived as this kind of adaptation. And I think 2016 was really the time to do it. I'm so happy to be here and present it.